Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu dem Kartenlegung für September 2023. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Wassermann geboren sind. Meine Lieben, ich hoffe, dass euch gut geht und ich bin gespannt, was meine Karten euch für diesen schönen Monat September zu sagen haben. Wir schauen gleich gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten und wir machen uns wie jeden Monat eine Kartenlegung, das heißt keltische Kreuz. Diese keltische Kreuz, das ist ein Legesystem, die ich besonders mag und bevorzuge, weil ich finde, das ist am besten für mich, für meine Fähigkeiten, die ich habe als Tarotlegerin, kann ich hier am meisten sehen und die Verbindung hier am besten herauszufinden. Jeder Tarotleger hat so eigene System. Mir gefällt diese alte und bekannte Legesystem am besten und wir machen uns diesen Monat wieder auf diese Weise diese Legung und die erste Karte, das ist eure Thema. Eure Thema im September, 3 der Kelche. Das, was behilflich sein oder im Weg steht, König der Kelche. Euer Bewusstsein, 4 der Kelche. Euer Unterbewusstsein, 4 der Schwerter. Das, was war. Der Tod, das was kommt, die Königin der Schwerter, eure Energie, 6 der Stäbe, äußere Energie, der Magier, Hoffnungen oder Ängste, 7 der Münzen und die letzte Karte für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen, für September, 5 der Schwerter. So, haben wir die 10 Hauptkarten und wir schauen gleich, wie die Legung sich entwickelt. Wir haben noch die Zusatzkarten, schauen wir, was die noch hier zu ergänzen haben. Auf jeden Fall, euer Thema, das sind 3 der Kelche. Wir sind hier Menschen, die sich freuen, Menschen, die glücklich sind, Menschen, die feiern, das ist ein Grund zu feiern, die verstehen sich. Also kann man sagen, alles läuft wunderbar, was die Menschen in diesem Monat angeht. Ich denke, hier wird man wirklich versuchen, wahrscheinlich gute Kontakte zu machen, gute Kontakte zu erhalten. Eigentlich kann man so sagen, entspannte Situation. Wir haben auch den König der Kelche. Ha, das ist jemand, der wirklich auch sehr entspannt ist. Jemand, der sehr harmonisch ist, sehr gefühlsvoll. Jemand, der auch, kann man sagen, als Heiler dient. Jemand, der behilflich sein ist und der schaut, dass alles in Balance bleibt. Natürlich, was die Emotionen angeht. Also sehr positive Karte, jemand sehr ruhiges, kann man auch so sagen, der wirklich eine ganz positive Stimmung bringt, der sorgt für positive Stimmung, zur Ausgeglichenheit. Und weiß ich nicht, der König der Kelche, seid ihr das oder vielleicht eine fremde Person, das wird sich dann später vielleicht zeigen, momentan kann ich das noch nicht sagen, aber die Energie von so einer Person ist auf jeden Fall da und wird wirklich sehr positiv sich auf diese Kontakte mit den anderen Menschen gestalten. Kann man so sagen, jemand, der das Ganze führt, jemand, der einfach Kommando gibt, aber in diese positive Richtung. In Vergangenheit haben wir den Tod. Etwas musste zu Ende gehen, etwas, was euch nicht gefallen hat oder nicht mal euch gedient hat. Ja? Man musste vielleicht eine Entscheidung treffen oder das Leben hat einfach euch dazu gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Auf jeden Fall, das war positiv, die Entwicklung, weil jetzt ist einfach ein Grund, um feiern, um Freude zu haben. Aber was haben wir da noch? Wir haben noch die Gerechtigkeit, der Mond
Und der Stern. Drei starke Karten. Das sind wirklich starke Karten. Die zeigen hier, dass in Vergangenheit, ja, diese Karte hat gezeigt, es musste etwas zu Ende gehen. Und ja, vielleicht habt ihr diesen ersten Schritt gemacht, um etwas zu beenden, um etwas zu verändern vielleicht, ja. Aber ihr habt es nicht richtig geschafft, weil hier sehen wir, man muss etwas doch gerade stellen. Die Gerechtigkeit ist da. Es sind Sachen, die nicht bis zum Schluss erklärt wurden, geklärt wurden, erledigt wurden. Sachen, die man jetzt noch klären muss, gerade stellen muss, etwas auf die Waage legen, abwiegen. Ja, was muss ich jetzt noch machen, um hier einfach vorwärts zu kommen? Und wir sehen den Mond, eine Karte, die zeigt eine Phase im Leben, die zeigt Stagnation, Dunkelheit, also da hat sich nicht viel bewegt. Man konnte weitere Entscheidungen nicht treffen. Ich könnte mir vorstellen, dass in Vergangenheit habt ihr da was angefangen, etwas zu verändern, vielleicht auch etwas gerade zu stellen, was diese Karte auch zeigt. Man hat versucht und vielleicht auch gemacht, etwas in die Richtung eine Veränderung zu schaffen, aber diese Veränderung ist dann irgendwo stehen geblieben, aus Gründen wie immer, weil man konnte nicht mehr weitermachen, ja, weil die Umstände waren halt so und nicht anders, so wie das im Leben ist. Und jetzt ist Zeit, es weiterzumachen. Jetzt ist wieder Zeit, um endlich diese Sache zu beenden, diese alten Sachen zu bereinigen, Entscheidungen zu treffen, aus dieser Mondblockade wegzugehen, in die Wunscherfüllung zu kommen. Und man hat jetzt momentan diese positive Aspekte, weil da draußen alles spielt für euch. Also diese positive, ja, Kontakte mit den anderen Menschen. Der König der Kelche ist auch da, jemand, der euch hier auch hilft, vielleicht Rückhalt gibt, jemand, der euch auch vielleicht auch positiv einstimmt. Und man könnte eigentlich weitermachen. Aber wir sehen hier euer Bewusstsein. Ja, die Sache sieht gut aus. Ich könnte eigentlich viel machen, aber eigentlich, ich weiß es nicht, ob das gut ist, ob das sich lohnt. Ich bin mit dem Ganzen nicht sicher. Ich bin nicht glücklich. Ja, ob ich das jetzt weiter verfolge, das, was ich hier angefangen habe, und weitermache, um etwas zu klären, kann ich so hier vielleicht sehen. Weiß ich nicht, ob das wirklich mir ein Ergebnis bringt. So wie das jetzt momentan ist, das ist auch nicht schlecht. Ja, also diese Situation. Also ich sehe das so, dass eure Meinung nach, man muss diese Sache nicht weiter verfolgen. Jetzt ist das alles so ein bisschen stecken geblieben, stehen geblieben und man muss wirklich nach dieser Gerechtigkeit nicht streben, kann ich so hier deuten. Im Unterbewusstsein habt ihr auch diese vier der Schwerter. Man will das nicht. Man möchte einfach noch abwarten. Das ist nicht der richtige Zeit. Man fühlt sich jetzt vielleicht nicht vorbereitet, um weiterzumachen. Oder wie gesagt, vielleicht eurer Meinung nach, man muss das auch nicht weitermachen, weil das hat auch gar keinen Sinn. So würde ich das hier auch sehen. Vier der Schwerter, das ist auch so eine vorübergehende, auch kann man sagen, Blockade, tut sich nichts. Ja, man tut sich Zeit geben. Man möchte einfach abwarten, vielleicht die Kräfte sammeln, ja, auf sich konzentrieren und nicht auf irgendwelche alte Sachen, die vielleicht eure Meinung nach Schnee von gestern ist. Hier die Mäßigkeit zeigt, ja, ich muss diese Balance finden.
Wenn ich ja weiter etwas machen muss oder möchte, dann brauche ich einfach diese Ausgeglichenheit. Ich brauche die Möglichkeiten auch, um für mich das Beste aus dieser Sache dann zu bekommen, ja, diese Erfolg auch dann bekommen. Also wenn man sich entscheidet, hier weiterzumachen, was man hier angefangen hat, man möchte im Endeffekt auch Sieger sein, ja, also man macht es nicht umsonst, um sich zu schädigen, aber man möchte dann eventuell auch ja, der Sieger sein. Man möchte nicht als Versager dastehen, fünfter Schwerter, aber als Sieger. Deswegen, euer Unterbewusstsein blockt euch. Zweite Stäbe, da bewegt sich nichts. Man steht, man wartet, man macht Pläne, aber man kommt nicht vorwärts. Und neunte Stäbe zeigt, man hat Angst von neuen Verletzungen, vielleicht, dass die alten Wunden wieder ja, präsent werden, dass die wieder gerissen werden und dass man dann im Endeffekt erlebt das, was damals war. Also man kommt eigentlich nicht nach vorwärts, man kommt zurück in die Vergangenheit und dann wird das alles wie Katz, ja, also wie umsonst. Und deswegen, die ganze Situation macht euch hier nicht glücklich, auch wenn euch jemand vielleicht hier die Möglichkeit gibt und sagt, guck mal, jetzt kannst du das und das wieder gerade machen, was damals ja nicht so gut gelaufen ist. Ich werde das hier so sehen, dass das ist für euch nicht die richtige Zeit. Man möchte abwarten, man möchte noch, es ist schonen oder einfach die Kräfte sammeln, Zeit gewinnen, um mehr ja, Zeit zu haben, überhaupt nachzudenken, vielleicht neue Plan zu machen, um dann wirklich später als Sieger aus dieser Sache rauszukommen. In äußere Einflüsse habt ihr den Magier natürlich, das ist eine super Karte, die zeigt die neue Möglichkeiten, die bis jetzt euch fremd waren. Und da ist jemand, der euch die Möglichkeiten gibt. Vielleicht ist das der König der Kelche, die hier, wie gesagt, euch sehr behilflich sein wird in dem Ganzen. Und dieser Mensch ist sehr positiv eingestellt, gibt euch die neue vielleicht Tipps, wie du das machen kannst. Ich kann dir helfen, ja. Hier sehen wir Ritter der Schwerter. Dieser Mensch hat neue Ideen, zeigt auch Risikobereitschaft, zeigt euch neue Wege. Aber das alles wird blockiert, bleibt hängen, weil von eurer Seite, da kommt diese Entscheidung nicht. Und dieser Mensch wird sich ja auch entscheiden wollen. Soll ich das weiter mit euch machen oder soll ich nicht? Das ist jemand, der schnell ist eigentlich. Jemand, der, wenn eine Idee hat, dann möchte die Idee einfach ins Leben rufen, diese Idee zu einem Plan machen und mit euch starten oder mit euch gehen. Aber diese Person sieht von eurer Seite einfach zu wenig Interesse und dieser Mensch wird hier eine Entscheidung treffen, ja, wird sich wahrscheinlich zurückziehen, wird wahrscheinlich ja, aus eurem Leben oder verschwinden oder einfach ja, Pause machen. Pause machen, weil dieser Mensch sieht, das ist auch nicht der richtige Moment, ja, das ist nicht für euch der richtige Moment und für diese Person auch nicht wahrscheinlich, ja, wenn von eurer Seite kommt kein Interesse. Siebende Münzen zeigt hier auch Angst von eurer Seite, dass diese neue rausgraben oder, ja, von diese alten Sachen, die hier man zu sehen hat,
ob das wirklich einen Sinn hat, ob da ein positives Ergebnis bringt, ob man überhaupt in diese Sache investieren soll. Weil eurer Meinung nach, das ist eine Sache, die wird sich nicht lohnen, dass man sich den Kopf zerbricht hier. Ja? Aber wie gesagt, das ist was Altes, was vielleicht euch damals nicht gelungen ist, vielleicht habt ihr einen Fehler gemacht, vielleicht hat auch eine andere Person einen Fehler gemacht. Und das ist eine Sache, die man eigentlich gerade stellen muss oder über die Sache jetzt reden muss, weil das ist jetzt momentan ein super guter Zeitpunkt. Mindestens. Ja, wegen dieser Person, ich denke, diese Person tut es einfach in Bewegung setzen, aber für euch, wie gesagt, das ist nicht dieser gerade Zeitpunkt. Und man wird sich wirklich überlegen, was passiert, wenn ich hier auf den Mensch hier hören werde, wenn ich anfange hier diese alte Geschichte wieder ins Leben zu bringen und neu zu sich mich da in diese mit dieser Sache zu beschäftigen. Und hier sehen wir die Königin der Schwerter und fünf der Schwerter. Normalerweise man könnte sagen, okay, ich werde das gewinnen. Ich kann meine alle Kräfte da reinsetzen, dass ich die Königin der Schwerter sein kann. Ja, also dass ich diesen Kampf gewinne für mich und werde ich alles unter Kontrolle haben und dann werde ich ganz oben sein. Aber ich habe auch Angst hier, dass das mir doch nicht gelingt, weil ja, diese Chancen sind 50-50. Ja, deswegen, man wird wahrscheinlich hier auch nicht, wie gesagt, vorwärts kommen. Wir schauen mal hier noch. Vier der Münzen. Ja, das ist auch so eine Karte, wo man ja nicht riskieren möchte. So würde ich das sagen. Nicht riskieren möchte. Weil vier der Münzen, das ist Karte, die zeigt, ich habe was erreicht. Ich habe so eine gewisse Stabilität in meinem Leben und ich möchte das nicht verlieren. Und wenn ich jetzt anfange hier irgendwelche Experimente zu machen und mich dann mit der Vergangenheit auseinandersetze, dann könnte ich das alles verlieren und das wird mich natürlich zu einer ganz schlechten Stimmung bringen. Also neun der Schwerter, das ist ja, das ist ein Versagen, ja, kann man so sagen. Die neun der Schwerter, das ist eine richtige psychische Belastung. Man hat Angst, dass ja, dass man kommt aus dieser Sache als Verlierer raus. Hier haben wir auch fünfte Schwerter, die neun der Schwerter. Also hier sehen wir, man möchte hier nichts riskieren. So wie das ist auch gut so für euch, ja. Und dann haben wir im Endeffekt die Welt, das ist eine gute, positive Karte, die zeigt die neue Möglichkeiten, neue Phasen im Leben. Man bekommt viele Chancen. Das Leben wird neu mischen, kann man so sagen, für euch die Karten. Und man kann hier tatsächlich mit diesen neuen Chancen sich neu zu finden auch, ja. Und das Alte so richtig hinter sich lassen oder mit einer Erleichterung aus diesen alten Geschichten rauskommen. Aber in diesem hier Zusammenhang werde ich die Karte jetzt nicht positiv sehen. Ich werde die Karte eher sehen, dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ja? Die Welt, die tut ein Kapitel abschließen. Das ist die letzte Karte aus der großen Arkana und die öffnet auch neue Phase. Aber für euch ist die Sache beendet. Man möchte nicht in der Vergangenheit rumwimmeln und man möchte nicht irgendwelche Konfrontationen mit den Menschen noch machen. Egal wie die Sache ist, vielleicht ist es manchmal so, dass diese alte Geschichte kommt nach oben, kommt darauf an, was sich in eurem Leben bewegt
Und vielleicht ist das dann auch diese alte Sache, die nicht beendet wurde und nicht ausgesprochen wurde, ist dann irgendwann auch wieder sehr präsent, aber das hat eigentlich keine große Bedeutung. Ja? Also ich kann mir hier vorstellen, viele Szenarien, und ein Szenario, was mir jetzt so einfällt hier, was natürlich nur als Beispiel wäre, das ist, wenn man in einer Beziehung ist, zum Beispiel in einem lieben Mensch, sagen wir verheiratet, ja, und dann geht man fremd. Und die Sache mit dem Fremdgehen war einfach wirklich nur einmalige Sache. Das war ein Ausrutscher aus, ja, man sagt so leicht Ausrutscher, aber manchmal ist es so, dass man ja einen Fehler gemacht hat. Man war einfach schwach. Aus Gründen wie immer, ja, vielleicht gerade habt ihr eine Krise gehabt, weil zwischen euch war zu langweilig, weil irgendwie, ja, so wie das im Leben ist, das läuft nicht immer glatt. Und man hat dann das gemacht, was man nicht machen sollte. Und irgendwann hat man sich die Gedanken gemacht, okay, das war nicht in Ordnung von mir, soll ich das dann meiner Frau sagen oder nicht? Ja. Und natürlich, wenn man sich dann überlegt, was passiert, wenn ich sage, dann wird meine Welt, ja, fiat in Münzen, weil meine Welt, die ich mir aufgebaut habe, wird kaputt gehen. Ja, ich werde mein Haus verlieren, ich werde meine Frau verlieren, meine Kinder, dann werde ich alleine sein. Eine totale Katastrophe wegen einer blöden Nacht, sagen wir, ja. Ich bereue das sowieso. Ich wollte von dieser Frau nicht. Aber ja, ich bin auch nur ein Mensch, und ja, manchmal diese Triebe, wie soll man sagen, menschliche Triebe sind stärker als der Verstand. Ja, es ist manchmal so. Und dann muss ich alles hier verlieren, aber es geht nicht nur um mich, aber auch um die anderen Menschen. Was sagt dann meine Frau dazu? Die wird auch fix und fertig, die wird verletzt, ich werde ihr ja so viel Leid antun, und natürlich den Kindern auch und den allen anderen. Die Schwiegermutter dann, keine Ahnung, vernocht da. Also eigentlich, ich mache dann alle Menschen fix und fertig. Ja? Und dann sagt der Mann, okay, das ist eine Sache, wo ich eigentlich ja gerade stellen soll. Ich muss meiner Frau gegenüber ehrlich sein. Ja, aber ist es wert, das ehrlich zu sein? Oder soll ich mir dieses Geheimnis behalten und ins Grab nehmen, solange das nicht rauskommt? Ja, und hier, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, dass da jemand, vielleicht ein guter Kumpel, Freundin oder so, weiß da darüber und sagt, du musst mit ihr reden, das ist ein super Punkt, wo du endlich aus dieser Sache rauskommst, ja. Natürlich, das könnte, ja, vieles noch rumherum, könnte man noch dieses Szenario aufbauen, oder ausbauen, ja, aber es geht um den Kern, es geht nur um diese Sache. Soll ich das machen? Soll ich jetzt dieser Gerechtigkeit nachgehen? Ich bekomme dann richtig auf den Deckel. Ich werde wirklich bestraft, ja, weil meine Frau wird wahrscheinlich Schock bekommen und weiß ich nicht, ob sie mich dann, ob mir das verzeihen wird. Aber die nächste Sache, ich mache dann so viele Menschen unglücklich. Ja, und das ist dann so eine Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und ich habe das nur als Beispiel hier genannt, ja, dass man in solche manchmal solche schwierige Momente hat im Leben, wo man dann, man konnte natürlich auch andersrum sehen. Vielleicht habt ihr ja vermutet, dass eure Frau das gemacht hat. Und dann fragt man sich, soll ich sie fragen, soll ich die Sachen nachgehen oder soll ich das lieber in Ruhe lassen, um unser Leben uns nicht zu zerstören? Ja, könnte auch sein. Also, das sind so viele, viele verschiedene Szenarien, die hier kommen können. Natürlich, das könnte auch was total was anderes sein. Im Job oder was anderes. Auf jeden Fall, hier geht um diese
morale Frage, würde ich sagen, oder Moral, menschliche, ja, oder diese Loyalität, ja, ist es mir wert, hier loyal zu sein und diese Wahrheit ins Licht zu bringen und die vielen Menschen hier zu verletzen mit meiner Loyalität? Oder lieber, ich muss dieses Geheimnis für mich behalten, damit klar zu werden. Ja, also hier diese vier der Kelche. Wir sehen hier, dieser Mensch ist nicht immer glücklich. Ja, man hat alles, aber ja, irgendwie, da ist noch was, was mich, ja, ist schwer für mich. Aber vielleicht ist es doch nicht so schlimm wie diese Katastrophe, die danach passieren könnte. Und das ist halt so eine Frage der, ja, Loyalität, Frage, soll ich nicht, was ist mir wichtiger im Leben? Ja, und ich denke, da sind sehr viele solche Momente im Leben, wo wir wirklich solche Fragen uns auch stellen, weil wir Menschen, wir sind auch schwach, wir sind auch nur schwache Menschen. Wir müssen uns auch mal auch selbst verzeihen können. Ja, wir können uns nicht immer peitschen und sagen, du, weil du konntest anders, weil du hast den Fehler gemacht, weil du das und das und das. Wenn man sieht, die anderen Menschen, was sie alles so machen, ja, krumm und keine Ahnung, und dann hier, wenn sagen wir eine Sache, man tut sich einfach so peitschen, kann man so sagen, dann wäre doch besser, wenn man einfach gar nichts sagt. Ja, weil der Leid danach wird viel schlimmer und vor allem man wird die anderen Menschen verletzen. Und man macht immer Fehler im Leben. Ich denke, wir machen alle Fehler im Leben und man muss selbst sich auch, wie gesagt, verzeihen können. Und ja, und manchmal ist man vielleicht ein bisschen feige, aber für guten Zweck, ja, würde ich sagen. Und was auch wichtig ist, dass man aus solchen Erfahrungen auch was gelernt hat, dann wird das zweites Mal nicht passiert, weil man bereut, weil man weiß, das war nicht richtig und dann wird man vielleicht mehr auf sich aufpassen. Das ist nicht nach dem Motto einmal Fremdgier, immer Fremdgier, ja, weil das stimmt gar nicht. Also mit dem Fremdgehen, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel hier. Aber man soll sich auch selbst die Chance geben, um sich zu verbessern. Ja, man muss nicht immer warten, bis die anderen dir die Chance geben, aber man soll sich selbst die Chance geben, um besser zu sein, besser zu leben, besser zu handeln. Was auch sehr wichtig ist hier, dass man auch schaut, dass man auch solche Erfahrungen, was ich schon auch vorerst gesagt habe, Entschlüsse zieht, dass man dadurch auch wächst, dass man versucht dann in die Zukunft gut zu handeln und falls wirklich kommt zu einem, vielleicht, dass das doch rauskommt, wie das so immer so ist im Leben, ja. Manchmal ist das so, dass dann unerwartet etwas herauskommt, dann kann man immer sagen, ja, du, mir war das einfach zu schwer, das Ganze kaputt machen, wegen einem Fehler, den ich bereue. Ja, also man kann im Endeffekt dann auch diese Reue zeigen und so weiter und so weiter. Aber hier, wie ich sehe, man versucht dieses Geheimnis für sich zu behalten und ist die Sache einfach abgeschlossen für euch in dem Moment. Ja, man lässt sich auch nicht beeinflussen, man lässt sich auch nicht irgendwie hier
von den anderen irgendwie zwingen zu etwas und so weiter, egal was die Menschen wollen, ja. Also man bleibt hier auch standhaft und das ist auch gut so. Also, es ist so eine, ja, eine Situation, die ist bestimmt nicht leicht, aber eine Situation, die wahrscheinlich wird auch dienen, um sich selbst besser kennenzulernen, eigene Grenzen, eigene Stärken, um auf jeden Fall sich auch zu verbessern, ja, mit dem Handeln und besser auf sich aufzupassen und damit auch auf die anderen. Also meine Lieben, ich wünsche euch ja einen guten Monat. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche Fremdtiergeschichten hier werden. Vielleicht ist das was anderes, ja. Ich hoffe, dass ihr hier auf jeden Fall eine gute Entscheidung treffen werdet, wenn diese Legung mit euch resoniert. Und ja, wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt und für was das alles gut war. Also, alles Liebe und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.